So, hi Leute, hier ist mal wieder Gadur. Und ich habe festgestellt, wenn man sich ein bisschen mit seiner Kamera auskennt und dann vielleicht noch von normaler künstlichen Lichteinstellung auf die Einstellung bewölkt geht, kann man auch noch abends bei etwas weniger Licht, sag ich mal, gute Ergebnisse erzielen und sieht nicht aus wie der blaue Klaus. Okay, wie versprochen. Der Morsel Sidi Mansur Mixfruit, na, bleib scharf, und den in den traditionellen tunesischen Kopf. Was könnte besser sein als ein traditioneller tunesischer Tabak in einem traditionellen tunesischen Kopf? Entschuldigung, jetzt wollte ich euch nicht meine Schokoladenseite zeigen. Und ja. Das Besondere bei der Sache ist, es ist ein sehr flacher Kopf, es ist ein Metallkopf, und ich habe euch in meinem letzten Video gezeigt, wie das Ganze gemacht wird. Für diesen Kopf nehme ich eine traditionelle Kohle, weil ich mit der die besten Erfahrungen gemacht habe, und zwar ist das hier so eine türkische. Fragt mich jetzt nicht, woher die bekommt. Ich habe sie damals aus dem Devran Shop, aus dem Devran Musikshop. Ist relativ teuer, aber ich habe sie als Geschenk mit dabei gehabt. Und ist eine gute Kohle. Viele Leute, die ich gefragt habe, beziehungsweise ich habe sie mal ins Internet gestellt, und viele Leute haben geschrieben, oh, das ist von die Billigkohle und nimm die nicht. Und wieder mal Leute geschrien, die keine Ahnung haben. Und ich habe mich mal mit einem älteren Türken unterhalten, hat gemeint, das ist so eine Standardkohle im Café, die kannst du nehmen. Musst vielleicht so alle halbe Stunde nachlegen, aber die ist wirklich gut. Okay. Wie sieht die Kohle aus? Das wollen ja auch immer alle wissen, das ist ja auch immer sehr wichtig. Das ist so eine ganz normale Stabkohle. Ich nehme sie jetzt mal nicht in die Hand, weil man ganz böse, dreckige Finger von kriegt. Und ja, die wird ganz normal auf dem Kohleerhitzer angemacht, braucht so ungefähr 5 bis 6 Minuten, bis er angeglüht ist, und ich glaube so nach 8 bis 9 Minuten ist er richtig durch. Also man sollte sie schon etwas länger auf dem Kohleanzünder liegen lassen. Dann nutze ich hier um eine Holzkohle, und die muss erstmal ein bisschen ausstehen. So sieht das Ganze aus, wenn es brennt. Ist ja auch eine etwas klebende Ascheschicht. Man sieht es jetzt hier nicht so gut, aber sie glüht. Und die lege ich jetzt hier einfach mal so in den Kopf rein. Ich denke, ich nehme mal 2 etwa gleich große Stücke mit etwas Abstand. Und ja, auch hier werde ich euch das einfach auch wieder antun. Ihr könnt ja so lange unseren Vögeln zuhören. Kaschmir Hans sagte, ich soll mal ein paar PNXen draufschreiben. Draufschmeißen auf die Vögel. Sag ich habe leider nur eine, und die ist schon mal vom Balkon geflogen. Sagt er, ja, dann soll dir der Kai ja ein paar schicken. Naja, vielleicht fliegen die 2.0 besser. Nein, das soll natürlich nichts gegen die 2.0 sein, bevor jetzt wieder hier die Leute anfangen rumzuflennen. Das war ein Scherz. Sowas nennt man Humor. Die mag ja vielleicht ganz gut sein. Und ja, ich würde sie ja testen, aber ich mag sie mir nach dem Flop mit der ersten eigentlich nicht so wirklich kaufen. Ich überlege mir es noch. Okay, zurück zu unserem Tabak. Ich rauche in meiner, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Keine Elmas, wie heißt denn die andere? Ja, denkst du, ich komme jetzt drauf? Auf jeden Fall in der anderen türkischen Shisha, die es bei Blubber House gibt. El Nefes, genau. Und mit diesem traditionellen Kopf. Mit diesem schönen Alu-Säbel, traditionelle Kohle, und meinem, jetzt habe ich hier mal Scheiße gebaut mit der Lichtung, das wird trotzdem gehen, und meinem traditionellen entehrten türkischen Kaffeehausschlauch.
und vielen Dank an Stefan nochmal von der Kolonialange für den Tipp mit der mit diesen Isolierungsschläuchen für aus Schaumstoff für die Heizungsrohre. Das hat den Flauch etwas griffiger gemacht. Ja, ich hab ja gar nichts. Jetzt habe ich so viel gelabert. Jetzt habe ich gar nichts zum Aussehen und zum Geruch von dem Tabak gesagt. Das ist ein total verplantes Video, aber so macht es Spaß. So ist es geil. Der Tabak ist rot. Sehr, sehr fein geschnitten, wie ihr hier seht. Komischerweise. Ja, sage ich mal so mittelfeucht, irgendwo zwischen Alwacher und Nörkler. Und ja, vom Geruch her riecht er so ein bisschen nach diesen Granini-Bonbons. Nach diesen Multifrucht-Bonbons, aber wirklich nicht sehr stark. Und man riecht also auch schon eine Tabaknote heraus. Ich würde jetzt nicht unbedingt erkennen, was es ist, wenn ich es nicht wüsste. Na doch, Multifrucht schon. Wo man ja diesen typischen Multifruchtgeruch hat. So ein bisschen was zwischen Granini, Bonbons und Alwacher Multifrucht. Und ja, so viel dann zum Geruch und zum Aussehen. Zum Preis kann ich euch allerdings nicht sagen. Aber vielleicht kann mir ja irgendeiner runterschreiben, was ich schätze mal so ein... Ha, was hingelegt. So ein 50 Gramm Päckchen in Tunesien kostet. Der junge Mann, der da drauf sitzt, er raucht nicht, der sitzt nur rum, hat es mir nicht verraten. Und ja, dann rauchen wir doch einfach mal weiter. Zu rauchen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das hier so mit meiner Dichtung. So hingekriegt habe, aber das sieht gut aus. Letztens meinte einer, der Tabak raucht ja gar nicht, gibt den mal Hitze. Schönen Gruß an Schwuli 48. Ja, ich weiß ja, du liebst Kaschmir, Hans, und kannst mich nicht leiden. Aber ich dann auch. Du hast deine freie Meinung, habe ich nur mal ein Stückchen drauf. Ja, auch kommt so langsam. Geschmack nicht. Ja, vom Geschmack würde ich sagen, ein sehr feiner, sehr dezenter Multifruchtgeschmack. Tabakgrundgeschmack auf jeden Fall.
Ja, also von mir jetzt nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Kann auch nicht an dem Setup liegen. Weil ich dazu sagen muss, ich hatte mit dem Kopf schon Nagler Doppelapfel, Nagler Rose, einmal sogar Albacher Blue Mint geraucht und habe wirklich gute Ergebnisse gehabt. Ja, also bei dem Tabak würde ich sagen, keine Kaufempfehlung. Der ist mir einfach, ja, schmeckt zwar schon saftig sauer, mit einer leichten Süße, aber nicht wirklich nach Multifrucht. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, wie alt dieser Tabak ist. Ja, also wie gesagt, keine unbedingte Kaufempfehlung von mir. Der Kopf und die Kohle sind von mir eine Kaufempfehlung. Also wenn jemand so einen dezenten Tabakgeschmack mit Multifrucht mag, ist er mit dem Tabak gut bedient. Ja, der Kopf auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir, weil ich so auch gute Ergebnisse erzielt habe. Auch mit der traditionellen nicht zu heißen Kohle. Wie es auf dem mit Kokocha oder Copropico oder Shisha Club Zürich, Basel, Luzern aussieht, das kann ich euch nicht sagen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich aber nächstes Zeit nochmal tun, werde auch nochmal einen kleinen Nachtrag dazu machen. Das war jetzt ein bisschen ein verpeiltes, naja, eher Smalltalk-mäßiges Tabakversuch. Aber gut, okay, ich habe jetzt auch keine Lust zu schneiden und präsentiere euch das Ganze mal so. Das war's von mir. Bis dahin, haut rein, euer Kapitän.